rauskommen will, der kann ja zum Beispiel bei einer Castingshow mitmachen. Oder man macht Musik, so wie Malermeister Jens Hart aus Goch. Was der 35-Jährige angefangen hat, sollte eigentlich eine lustige Werbung für seine Firma werden. Eigentlich. Pinsel am Ohr. Es sind schon Pinsel am Ohr im Gesicht. Hier fällt der Pinsel, er ist geboren. Bleibt einfach in allen Ohren. Er hängt am Ohr. Irgendwann kam ein Mitarbeiter zu mir und hang ihn mir ums Ohr. Wenn er will. So. Und daraufhin kam der Song halt eben Pinsel am Ohr. Also durchs Ohr. Kloppt muss man eigentlich sein, um sich zusammenzutun und so eine Nummer zu machen. Dann guck uns mal an, da weißt du Bescheid. Es geht jetzt los. Wir haben Spaß. Auch der Pinsel am Ohr gibt Gas. Meine Kinder singen es mittlerweile morgens. Meine Tochter Melina ist der größte Fan. Pinsel am Ohr. Große Pinsel. Wenn man sich dann Arm in Arm da steht und dann Pinsel am Ohr, ne, also das ist, ja, das ist dann dieses klassische Ohrwurm-Faktor-mäßige, ne? Allein bei YouTube haben fast 40.000 Leute den Maler-Rap geklickt. Ein weiter Weg für Jens Hart. Die Idee und ein paar Zeilen Text waren schnell da. So richtig nach vorne ging's aber erst, als er Sängerin Katrin kennenlernte. Ich bin ja von ihm angequatscht worden. Ne, weil er wusste, dass ich so ein kleines Studio im Keller habe und wir das da ein bisschen professioneller aufnehmen können und ich halt Ahnung davon habe. Bis dahin war alles Spaß für den Malermeister, dann starb unerwartet sein Vater, der immer Rückhalt war, in der Firma und beim Produzieren des Musikvideos. Deshalb ist das Lied jetzt dem Vater gewidmet. Ja, ich war halt eben in Weeze beim Bestatter und habe ihm als erstes das Lied vorgespielt und beim Spielen haben die Kerzen geflackert. 4 Tage haben sie gebraucht, bis das Musikvideo professionell produziert und fertig war. Es ist der neue Trend, denn der Pinsel, der hängt. Als Sänger wird er niemals berühmt werden. Er wird als der singende Handwerker berühmt werden, aber nicht als der, der singen kann. Jetzt ist erstmal wieder richtige Arbeit angesagt. Nicht Pinsel singen, sondern Pinsel schwingen. Obwohl... Maler ist mein Traumberuf. Und wenn es mit dem Gesang klappt, warum nicht? Dann beides. Das erste Angebot für einen Plattenvertrag hat er schon. Vielleicht hören wir ja bald überall. Pinsel am Ohr. Gibt's wohl auch schon als Klingelton, habe ich mir sagen lassen. Das hat